Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyland ist am Start, genauso wie ein kleines weiteres Koop-Let's Play mit unserem lieben Impi. Ja, wie immer kommt bei mir Freude auf. In letzter Zeit gibt es ja mega viele Probleme mit dem Aufnahmeprogramm und dem Computer, das ich hier habe. Es kann also sein, dass jetzt Flackerbilder in den Aufnahmedingen sind, aber es ist mir jetzt echt egal, ich habe alles Mögliche versucht. Wenn ich mir irgendwann wieder ein bisschen mehr Kohle ranschaffe, dann kann ich mir mal was Neues holen, Aufnahmegeräten und sowas. Das Problem ist nur, dass die meisten Aufnahmegeräte nicht sowas haben wie ich jetzt hier. Sprich, ich habe so ein Bildschirm vor mir und kann halt sehen, was ich jetzt aufnehme, wie lange und sowas. Das habe ich halt mit den meisten anderen nicht, da muss ich mich nochmal informieren, was es da so gibt. Also wie gesagt, Entschuldigung für die Flackerbilder, es geht mir mal leider jetzt nicht ganz anders. Ich habe extra neues Arbeitsspeicher nochmal gemacht. Ich habe ja geteilten 250 GB Festplatte und eins habe ich nochmal umgeändert auf als Arbeitsspeicher und habe jetzt da nochmal alles installiert. Aber es ist immer noch Flackerbilder. Ich habe mehrere Mal repariert, installiert, es geht immer noch nicht und ich sehe auch auf meinem Bildschirm hier die Flackerbilder. Es tut mir wahnsinnig leid. Kann man nichts machen und wir starten hier mit der Koop Bricks normal. Sichere eine indische Raketenanlage und Himmel voran. Voron? Voron? Voron daran. Das ist Voron im Namen. Okay. Ein Atomspringkopf zu stehen. Voron daran. So, bin ich bereit? Bin ich jetzt bereit gedrückt? Jetzt bin ich bereit, ne? Okay, jetzt bin ich bereit. So, und ich hoffe, diesmal ist auch seine Stimme wieder zu hören, auch der Spielsound, weil letztens ist irgendwie, hat er eine Einstellung umgeändert, die ich nicht gewilligt habe und sowas. Ich habe echt nur Probleme mit Programmen und sowas. Ich und Technik, wir sind beste Freunde, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Gehen euch dick und dünn. Ja. Bangalore, Indien. Das ist jetzt die zweite nur Koop-Kampagne. Die wollen wir als erstes durchspielen. Danach kümmern wir uns um die anderen. Call Hotom! Auto Verkar! Wrestling-Fan? Du sagtest nicht töten, du hast nicht gesagt wie. Je leiser, desto besser. Wir haben beide rote Lichter, wie ich gehört. Lol. Grim, wir sind jetzt da. Rücken vor. Verstanden. Böse aus. Eure Aufgabe besteht darin, die Voron-Agenten zu finden und sie daran zu hindern, den Gefechtskopf zu stehlen. Keine Kollateralschäden. Unser Ziel heißt Voron, verstanden. So, ich bin für den Nahkampf-Scheiß zuständig. Unentdeckt bleiben, Freundchen. Nix mit Sniper hier. Ich hole mir den rechts in der Ecke, ja, der da gerade ins Haus geht. Da ist der ins Haus rein. Schein. Wo ist Liga Regen? Warum lass du das an? Hier, Jakarta. Da sind noch zwei weitere. Es geht eben auch besser, wie du gar nicht umgehst. Wo Polis gar nicht so vorher. Ja, das ist wirklich ein reines Schleichgeschiss. Ja, ich habe auch die Stealth-Ausrüstung dabei. Kein Personal töten, wir dürfen hier keinen töten. Genau so, bleib ruhig. Hast du jetzt stumm gestellt? Ich glaube, du hast nicht getötet, Kollege. Ja, okay, wenn du ihn getötet hättest, dann... Schon vorbei. Hätten... Ja. Okay, ich gehe weiter vorwärts. Okay. Die Dinger können die alles nicht sehen. In der Ecke. Wach gehen? Nee. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Oh, da kommt ein Gegner. Jetzt hat die Deckung gewechselt, ne? Jetzt bei dir. Goddamn.
Knockouts, okay, dann machst du einfach nur Knockouts. Das ist in Ordnung. Warum dürfen wir die nicht ausschalten? Weil wir so dann internationalen Konflikt auslösen würden, keine Ahnung. Ah, ich nee, nochmal durchbruch, ich brauch dich hier. Nee, ist nicht mehr. Aber jetzt in der Dunkelheit bleiben. Das heißt, wenn die nicht mehr... Laut. Briggs, ich warte auf dich. Teamwork, eine fabelhafte Sache. Naja, das ist mal so laut. Vorsicht! Ich kann nicht die Scharfschützen sehen. Siehst du ihre Laserzielgeräte? Ja. Also schön leise sein und den Kopf einziehen. Warten, bis das Auto weg ist. Hier ist das Vögelchen. Hier ist das Vögelchen. Ja, gleich. Ziel neutralisiert. Wie geht das denn da oben sein, Alter? Ich würde mir direkt hier mit dem Haftchopper hier eine auswischen, Alter. Der MP-Haftchopper. Ich weiß nicht, ob wir dadurch dann entdeckt werden, wenn die ganze Mission im Arsch ist. Weil der Sniper ist direkt bei dir. Am knapp. Ich könnte jetzt versuchen, wenn der Sniper nicht auf mich zielt, nach vorne zu kommen. Warte, ich bin schon wesentlich weiter vorne. Waren wir noch Gegner? Da haben wir noch einen Gegner. Nee, er hat mich gesehen, obwohl ich in Deckung bei dir war. Ist ein Gegner. Du wurdest gesehen. Ich breche die Mission ab. Scheiße. Du wurdest gesehen, ich breche die Mission ab. Was sollen wir jetzt machen? Oh, sorry Leute, wir müssen jetzt nach Hause. Tut mir leid. Ja, okay, gut. Haut ruhig ab. Aber wie stellt sich das jetzt vor? Die Frage. Das ist manchmal so dumm. Wahrscheinlich kommen dann erstmal zwei Helikopter, ballern alles nieder und holen uns ab. Ja, dann können wir auch die Mission direkt beenden, also ich bitte dich. Das macht null Sinn. Vorsicht, im Scheinwerferlicht kann ich die Scharfschützen sehen. Siehst du ihre Laserzielgeräte? Ja, also schön leise sein. Hier, Leo, wenn sie... Vorsicht, was machst du da? Er ist erledigt. Leise. Ich hab, weiß doch, was du machst, das war alles cool. Ich hab den Gegner auf uns aufmerksam gemacht. Das war ich. Ja, rennt an mir vorbei. Ey, darf ich mal was ausprobieren? Obwohl ich gerade den Sniper weiß. Nee, du darfst ihn auch nicht töten. Nein, ich bin mit dem Haftjocker. Nee, das kann. Damit. Aber hier können wir schon durchkommen. Du hast eine gute Position, weil der Sniper zielt nicht so weit nach rechts. Ja, aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Direkt vor mir ist ein Gegner, der kommt hier hin. Und jetzt kommt noch einer dazu geschlichen. Ja. Warst du dabei Hilfe? Also mach nicht so oft hintereinander, mach nicht so oft hintereinander. Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Hast du auch mich dabei. Ich könnte auch mal meine Nachtsicht anmachen, wie wär's damit? Wird schon mal helfen, ja. Okay, da kommt noch einer. Kein Wort. Feind neutralisiert. Das war scheiße knapp, Alter. Das war zu knapp. Und du darfst Haftjock ausprobieren oder was? Ja, ein bisschen wenigstens, dass es funktioniert. Alter, du sollst das Datenpaket nehmen. Wie wär's damit? Das
ist direkt hier bei mir, aber ich kann es nicht annehmen. Was hast du da, Briggs? Ich habe einen toten Briefkasten geleert. Wieder dasselbe Problem. X, um eine Waffe aufzunehmen, um X, um den Körper aufzunehmen. Was mache ich? Ich bekomme die Waffe auf, obwohl ich den Körper aufnehme. Ja, die Steuerung ist echt nicht gut. Ich bin bei der Garage, Freundchen. Komm doch raus. Weißt du, wo du hin musst? Scheiße. Doof? Da! So, ich hab grad die Fernseher bekommen, mal geschaut, dass das so hält. Komm nicht raus, meiner ist zu blöd, hier rüber zu klettern. Soll ich den schnell durchbrechen, bevor der Sniper kommt? Bereit, wenn du es bist, Bro. Komm schon. Machen wir weiter. Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Wenn ihr den Strom im Unterwerk natürlich ausschaltet, ist durch die Dunkelheit vielleicht Schutz. Ja. Die Notstromgeneratoren anspringen. Gut. Jetzt habt ihr ein sehr enges Zeitfenster für die Überquerung. Toll, das wird hier immer besser und besser. Ich hab einen. Blind ohne Nachsichtigkeit. Ein sehr enges Zeitfenster, wa? Was hat er nicht gesehen, Alter? Okay, durch. Halt, Grim, wir sind beim Unterwerk. Bestätigt, ihr werdet die Schalter gemeinsam umlegen müssen. Teilen wir uns auf, um sie auszuschalten. Klingt gut. Ich geh zu B. Wenn diese Schaltkamera übrigens zerstört. Lange. Oh oh, Drohne. Was macht sie denn hier einsetzen? Die Drohne ist hinüber. Nee, ich mach sie denn hier einsetzen. Dann nehme ich doch lieber, wenn es drin ist, die Pistole hier. Bereit, wenn du es bist. Fuck it! Okay, ich hab den Drohnen-Typi gefunden. Hab ihn. Ist auch Munition, wenn du aus... Bereich gesichert. Bist, ne? Ich bin ganz gut ausgerüstet eigentlich. Ich wäre bereit, hier zu aktivieren. Scheiße. Keine Ahnung. Da muss ich hin. Auf die andere Seite dabei? Gehen. Einfach. Gar nichts. Ich warte auf dich. Okay, dann los. Jetzt ist du da. Alles dunkel. Eindringen leuchtet. Seid vorsichtig. Noch. Der Sicherheitsdienst sucht nach der Ursache für den Stromausfall. Das ist unsere Chance. Gehen wir rein. Ah. Licht geht wieder. Oh, das war nicht gut. Schüsse kamen von da drüben. So, da ist noch alles. Super. Wo ist nochmal diese Munitionskiste? Hier in der Ecke, oder? Genau, ich richtig. Noch ein paar Hausdinger. Ziemlich viele verschossen. Mit Enge.
Wo soll's hingehen? Grim? Am Graben entlang bis zum Zugangspunkt. Was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Landminen. Seid vorsichtig. Oh oh. Vorgehen. Oh oh. Zu, Sam. Landminen, heiß. Müssen wir die deaktivieren oder umgehen? Boah, ich hasse sowas. Okay. Warte mal, können wir nicht mit einem EMP? Wie wir den irgendwie ausschalten? Man kommt ganz gut durch, eigentlich. Die Notstromaggregate laufen an. Im richtigen Moment natürlich. In Position, warte auf dich. Hier sind wir fertig. Gehen wir weiter. Scheiße, jetzt werden wir genau angeleuchtet. Ich glaube, es ist ganz nett, dass es halt dann nicht dazu zählt, als gefunden. Okay, ich sehe zwei Gegner auf unserer rechten Seite. Ziel ausgeschaltet. Sieht aus, als wäre Hunde. Schütze, da drüben! Das darf den übrigens nicht. Ausgelöst. Ich muss diese Mission leider beenden. Was soll das denn? Ich habe ihn dreimal getroffen jetzt mit dem Haftschocker. Die haben mich nicht gesehen. Nein, ich hätte wahrscheinlich EMP ausgewählt. Sicher? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit der Armbrust geballert. Ja? Siggi Diggi. Hat nämlich so nach schallgedämpftem Schuss angehört. Bist du jetzt ein Lügner? Der Armbrust ist ja auch schallgedämpft. Aber ich habe eine Dreischusspistole. Das hat dann machen müssen. Na ja, gut, das war ja gerade ein Speicherpunkt, so. No big deal. Oh, diese Dinger hoch. Der ist erledigt. Sieht aus, als gäbe es hier wieder Licht. Wirklich? Solltest du nicht stehen bleiben. Das ist knapp, Alter. Ziel ist neutralisiert. Okay, mach mal hier. Ich glaube, wir haben alle ausgeschaltet. Bereit, wenn du es bist. Warte, ich habe noch zwei Stück, die drei Stück habe ich noch hinten. Lass sie einfach da. Aber die sollten jetzt nicht gefährlich werden. Ja, wie gesagt, die sollten jetzt nicht gefährlich werden. Komm mal, zu dir. In Position und bereit, Briggs. Oh fuck. Ich habe Punkte für den Panther-Playstil, wenn wir gegen auf der Sache. Ja, noch ein Weg. Grim, wir sind da. Anscheinend hat Voron die Sicherheitskräfte überrannt. Oh Gott, ich glaube, er hat mich gerade entdeckt, als wir das Ding aktiviert haben. Ihr habt erlaubt, Voron-Einheiten zu töten. Tun wir, was nötig ist, um die Bombe. Ja, jetzt können wir. Weiter zum Kernmontagebereich. Ah, endlich. Auf dem Weg. Piste rausgeholt, Digga. An der Tür ist ein Retina-Scanner. Grim, können wir Charlie auf die Tür ansetzen? Befehl befolgen. Nee. Keine Zeit. Hilf mal. Eins, zwei, drei. Oh, das ist gemein, Alter. Klasse. Wo liegt der da auch tot am Boden drauf? Drei Gegner ausgewichen. Weißt du was, wir sind ja jetzt hier im Nahkampfraum. Da bringt mir die Sniper herzlich wenig. Dann nehmen wir auch unsere Dinge zu mit. Wo hab ich sie denn? Da, dann ist sie. Ich bin noch ausgerüstet mit einem. In Position, Gefahr. Warte auf dich. Das ist noch drin hier, also herzlich wenig. Wir haben noch einen Laptop. Wir sehen schon. Da ist eine Bombe.
Wir haben Sichtkontakt. Sie entfernen den Sprengkopf der Rakete. Mach schnell! Wie lautet der Plan? Rakete wird in Position gebracht! Mach jetzt den Sprengkopf ab! Wir gehen auf Nummer sicher, alle erledigen. Jetzt will ich einen Laptop haben. Okay, das Fenster ist anscheinend schusssicher. Wollen wir das gar nicht durchzuballern? Bist du mit den Verwundeten fertig? Sechs Doppelschüsse! Keine Überlebenden! Gut gemacht! Zum Abrücken bereit machen! Indische Spezialeinheiten unterwegs? Das ist das Stichwort! Mach dich bereit! Schreit er so? Keine Ahnung, aber meiner ist ja zu blöd, die Deckung zu wechseln. Vielleicht kann ich ihn von oben. Okay, direkt gegenüber von uns ist jetzt Laptop. Wieso wird mir das Laptop nicht mehr angezeigt? Ja. Gegner macht das Gerät? Nee, oder? Da ist das Laptop wieder angezeigt. Ah, ich sehe auch. Ziel neutralisiert. Ich habe alles wieder verkackt, das ist doch zum Kotzen. Ich habe doch eine andere Pistole, ich habe doch eine Dreischusspistole jetzt. Warum habt ihr jetzt nicht keinen? Ich glaube, wenn du mit deinem Steuerkreuz so recht unten machst. Gesichert. Ihr müsst das Extraktionsprotokoll umkehren. Klingt das nur kompliziert oder ist das das auch? Laptop, wo ist es? Ich gehe es Schritt für Schritt mit euch durch. Erst müsst ihr mit dem Kran den Sprengkopf aufnehmen. Verstanden. Erstmal will ich den scheiß Laptop haben. Ich mal, dass er bei uns entdeckt, dass es irgendwie gelöscht wird. Signal zum Abrücken! Wir haben keine Zeit mehr! Ich weiß! Was schreit denn hier? Charlie, wir haben ehrlich gesagt mit mehr Gegenwehr gerechnet. Cool, Sam, dir nähern sich weitere Voron-Einheiten. Ja, irgendwie. Ein Eindringling. Los, findet ihn. Also in the bloody way. Ziel ausgeschaltet. Ziel ausgeschaltet. Meine Waffe ist so übertrieben stark, seitdem ich die komplett aufgerüstet habe. Raum geht. Du musst den Sprengkopf wieder in die Rakete stecken. Bestätigt. Alle Ziele bekämpft. So, dann müssen wir mal mit dir. Kannst du das System hacken, Sam? Arbeite dran. Sprengkopf gesichert. Es kommen weitere Einheiten. Hier ist ein Eindringling. Oh. Kommt noch, Sniper. Los, alle abrücken. Beginn mit der Truhe. Das ist schwierig.
Zeit ist nichts zu sehen. Das ist machbar, der Typ, der sind da oben hin, muss den oder? Normalerweise sollte ich Hunter machen. Aber das ist jetzt hier mit dem Sniper. Wahrscheinlich. Komm her! Sturm! Habt da drüben jemanden gehört? Oh nee. Bring ihn! Sorry. Fuck. Damn. Mach was. Ich hatte den 80 gerät. Granate, Achtung! Blick mich zu. Oh oh. Fuck it. Granate. Ja, das war semi-professionell. Ich hab mich jetzt nicht so leicht verarschen lassen. Das war schlecht. War eine blöde Position, die kommen von ganz da hinten raus und. Na, fickt euch doch mal ins Knie hier! Komm her, scheiß Bienen und ich zermalme dich, weil du fliegst hier aus dem Fenster raus, suchst dir aus. Das gibt's nicht, dass die immer noch hier rumdödeln, die scheiß Mistviecher. Ich hab noch nie habe ich Bienen bei mir im Zimmer gehabt und jetzt habe ich hier einmal Fenster offen und in dieser Wohnung kommen 5000 also, Bienen rein. Bienen, die wirklich Honig sammeln oder was? Kannst du das System hacken, Sam? Arbeite dran. Was denn sonst für Bienen? Leute, meinst du, heißt du Bienen hier oder was? Weiberbienen. Hier ist der Laptop. Brennkopf gesichert. Laptop. Weitere Einheiten. Gefunden und gehackt. Ja, auf einmal sind wir da. Weißt du doch. Mach ich, Sam. Schwärmt aus, durchsucht alles. Suchen wir. Weil du ganz ehrlich, das ist ja echt viel zu hell, um zu streichen. Wo willst du dich denn so rein? Woher weiß, dass ich hier bin? Übertreiben sie ein bisschen, oder? Ich weiß nicht mehr, warum die mich überhaupt sehen. Ich hab den Sniper erwischt. Digga! Was ist das? Schaffst du nicht, der Sniper? Könnte ein Sunny gebrauchen. Hast du Lust, deine Erste-Hilfe-Kenntnisse anzuwenden? Ganz ehrlich, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf Schleichen. Ich werde jetzt so wegballern. Okay. Eben. Machen wir es auf der böse Bubenart, weil wir das ist perfekt in Stealth-Manier gemacht. Jetzt können wir ballern. Jetzt zu Kolle. Nein, nein. Scheiß Biene. Mehr. Aber der Kurvenmord ist schon echt cool gemacht. Arbeite dran. Reicht doch nicht. Es war keine so wirklich durchgängige Storyline, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, aber immerhin. Es kommen weitere Einheiten. Durchsucht alles! Genau. Immerhin sind wir ja mittendrin am Labern. Ziel ist neutralisiert. Ja, da wird jetzt gleich eine Granate kommen. Ach, ich baller die ganze Zeit mit der Piste. Ohne fremde Hilfe komme ich hier nicht weg. Du verblutest. Kommt her und helft mir suchen. Könnte erste Hilfe gebrauchen. Schätze, ich schulde dir was. Alles klar, Charlie. Was? Schafft die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Vielen Dank und schönen Day noch. Bereich gesichert. Rakete wieder verschauen. Bereit, wenn du es bist. Alter, lass dich jetzt fallen, du unnötiges Typenteil. So. Ja. Verdammt, ein indischer Eingreiferband. Euer und das Weg auch eine Steuererklärung gemacht. Wo rollt die Rakete? Oh. Ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüfe. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht... Den Typen will ich mir jetzt krallen.
Pilzen. Alle anderen killen und ihn dann. Den greifen wir uns auch. Fuck! Ich brauche Hilfe, Briggs! Gut gemacht! Verblutet. Ja, wir brauchen eine gute Scheiße, Strategie, um den zu fangen. Denkst du, der Typ ist immun gegen Haftschocker? Nee, das klappt auch. Du kannst die Bewusstlosen fixieren, das geht. Dann bin ich mir hundertprozentig sicher. Alles klar, Charlie. Also, okay. Was jetzt? Ach, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Du musst sagen, ob er eine Rüstung anhat oder nicht. Zeitschloss gesichert. Ah, okay. Ich dachte auch, dass er danach gespeichert hätte. Achso. Briggs. Logischerweise. Hab ich schon hier in Position gegeben, ey. Was geht bei dir? Das sah ziemlich buggy aus. Aktivieren! Ja. Feindlicher Eingreifverband, euer Weg ist abgeschnitten. Wo haut die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüf es. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Wir werden es rausfinden. Was ist los? Geh doch weiter, ey! Mann, ich drück die ganze Zeit nach rechts, damit der abhaut und in Deckung geht. Was meint er? Er bleibt blöd stehen! Mach das nicht. Falschspieger, du! Strahl auf, Radagon! Okay, also. Boah, ja, und der Typ, den wir einfangen sollen, der hat eine Rüstung an. Da war noch einer da oben, Alter, der mich dann irgendwie gesehen hat. Kein Plan, ich war eigentlich voll gut. Alles klar, Charlie. Was jetzt? Okay, wir müssen. Schaff die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Briggs, ich warte auf dich. Fertig. Gehen wir weiter. Verdammt! Ein indischer Eingreifverband. Euer Weg ist abgeschnitten. Wo haut die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüf es. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Wir werden es raus. Ein paar Kontaktschocker montiert. Wir sollten jetzt direkt reinlaufen. Okay. Was soll das denn jetzt? Ziel neutralisiert. Ich hab schon. Könnte ein Sunny gebrauchen. Ich hab schon drei laut. Bleib liegen. Gleich geh ich persönlich in das Spiel rein. Suchen wir. Ich stehe unter Beschuss. Da ist er. Hey, man kann ihn nicht schocken. Rechts. Hinter mir von mir. Wir gehen rein. Hast du Kontaktschocker dabei? Wirklich? Ist mir gleich aufgefallen. Tja, das ist hier die Frage. Na, warte mal, dann will ich mal kurz was ausrüsten. Die auf die Treppen gelegt, drei von denen, und die haben gleich mal drei Gegner bewusstlos gemacht. Ohne Alarm auszulösen. Wir müssen ja irgendwo ein paar. Alles klar, Charlie. Was jetzt?
Rakete zurück in die Siedlung. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Okay, vor uns ist meine. Warum duckst du dich, du Hässlicher? Ey, jetzt, also eben gerade ist er zu blöd, das Laptop zu aktivieren. Jetzt ist er zu blöd, die Mauer da hochzugehen, oder was? Eieieiei. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre, wäre ein Helikopter. Ich würde ja gerne ausrüsten, aber du bist nicht. So, Ausrüstung. Ich habe jetzt genug Kohle. Ich habe 4 von 4 Ausrüstung. Was habe ich dabei? Ich habe Landmine ausgebracht. Kamera, Helikopter, Rauchgranaten, Flimmgranaten. Kontaktchopper habe ich nicht. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Kaufen. Ja, Währungsmine kaufe ich auch mal. Sprengladung. So, was mache ich dafür raus? Ich brauche die Haftkamera, brauche ich nicht. Oh, hier haben sie ja mit Blitzladung ausrüsten, okay. Ah, oh, cool, ich kann den Trikopter noch mit einer tödlichen Selbstzerstörung ausrüsten. Okay, jetzt habe ich meinen Trikopter noch mal ein bisschen ausgerüstet. Granaten brauche ich nicht. Also Kontaktchocker. Das mache ich jetzt rein. So. Was habe ich jetzt drin? Jetzt habe ich noch Trikopter habe ich drin. Blendgranate. Nährungsmine, Kontaktchocker. Aber ich glaube, anstatt Blendgranate mache ich lieber Rauchgas rein. Wir vorschlagen, dass du auch ein paar Kontakte. Die Frage ist jetzt natürlich, kommt das Hauptziel als erstes oder nicht? Weil wenn er als erstes kommt, dann können wir natürlich keinen Kontaktchocker hinlegen, weil es wird ihm ja nichts anhaben. Wegen der Rüstung. Das weiß ich jetzt gar nicht wirklich. Okay. So, Kreuz, länger gedrückt halt. Wie wechsle ich nochmal? Achso, ich muss ja... gedrückt halten und dann muss ich so warm ist denn. Ja gut, aber das tötet halt unser Ziel. Ernährungsminen. Okay. Ja. Der kommt auf jeden Fall auf meiner Seite. Hier ein paar der kommt auf meiner Seite. Glaub, also auf dieser, von dieser Seite kommt er. In dem hinteren Gang. So. Vielleicht hier so. Der ist einer, warte mal, wo war ich denn gerade? Ich war hier in der Ecke und da hat sich einer hier hingestellt. Das ist auch ein Bug im Spiel. So, wenn du einen Kontaktjocker auflegst, sagt er immer Haftmine, aber das ist keine Haftmine. Der erste rennt auf. Das war eine Granate, glaube ich. Nein, mach ich hier. Nein. Das heißt Kontaktjocker. So, das müsste eigentlich so. Ich habe mir nochmal meine Kontaktchecker aufgefüllt, falls ich die. Bereit, wenn du es bist, Briggs. Teamwork, eine fabelhafte Sache. Darf verdammt! Ein indischer Eingreifverband! Euer Weg ist abgeschnitten! Wo rollt die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst! Sekunde! Überprüfe! Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Wir werden's rausfinden. Der ist der erste bei mir sind gleich mal 3 Gegner down. Scheiße, es kommt ein 4. Ist reingelaufen. Der zweite. Ja, aber wir sind 2 Gegner down. Das glaubst du doch jetzt selbst nicht, Alter! Irgendwer sieht mich jedes Mal im Rücken, was nicht möglich ist. 2 Gegner stehen bei mir. Ich hab's schlimm erwischt. Und der eine Cyborg. Landmine ausgebracht.
hatte eine Panzerung. Mach ihn mit Haftschocker, Kai. Ja, aber das ist doch der dann. Ich stehe unter Beschuss! Bleibt wachsam, wir haben Besuch! Strang. Müsste, also. Konnte den nicht mit X. Ich so, jetzt habe ich die Hälfte schon verloren, ne? Ich hatte erste Hilfe gemacht. Hast du das gesehen? Ich stand neben ihm und habe X gedrückt. Es ist nichts passiert. Es wurde mir nur A angezeigt. Oh. Die Steuerung in dem Spiel macht mich krank. Den muss man sich doch von hinten packen können, oder? Ich begreif's nicht. Normalerweise schon. Ja, bei mir auch. Ich habe drei ausgeschaltet. Aber die Minen, die ich gelegt habe, die waren schon genau richtig. Muss man mal eine mehr legen. Alles klar, Charlie. Was jetzt? Schafft die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Nein, halt die Haftschocker. So, warte mal, wie war das jetzt? Landmine ist scharf. Einer versteckt sich hier. Keine Landmine. Einer kommt direkt hier vorne raus. Ich verlege eine Landmine. Und der andere platziert sich hier hinten. Landmine wurde aktiviert. Komm schon, bring wir es hinter uns. Okay. In Ordnung, vorwärts. Kann jetzt eigentlich auch auf deine Seite kommen, weil ich ja alle ausschalten werde. Verdammt, ein indischer Eingreifverband. Euer Weg ist abgeschnitten. Wo rollt die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüf es. Okay, ihr könnt Rakete. Gleich wieder Punkte hageln. Wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Wir werden es rausfinden. Hier ist ein Eindringling. Beginnt mit der Suche. Erster Down. Genau bei dir kommt gleich einer. Ziel ausgeschaltet. Schon, komm schon. Da müsste noch einer. Bereit machen, wir gehen rein. Hier ist noch. Da ist er! Gegner. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn wir ihn da nicht fangen können, dann töten wir ihn, oder? Ja, aber ich habe eine Idee, was wir jetzt noch machen. Wo wir noch was legen können. Dann schalten wir nämlich auch noch ein paar andere aus. Und zwar, weißt du, wo sie bei dir auf deiner Seite rauskommen aus der Tür? Stimmt, die kommen da ja oben. Da kannst du die auch hinlegen, weil der kommt auf dieser Seite raus. Auf meiner Seite kommt er raus. Dann kannst du... Richtig, alles klar, Charlie. Was jetzt? Ich mache mich den Weg. Schaff die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Landmine ist scharf. Also. Na, komm schon. Welche Tür kommt die denn? Ah, da muss ich noch einen vor. Landmine ausgebracht. Sirene. Landmine ausgebracht. Dann, wir kommen jetzt noch eins hoch. Hier kommt noch eins hoch. So, die kommen hier raus und einer müssen noch hier lang laufen, soweit ich weiß. Dann nehme ich einen noch. Ich habe keinen mehr, scheiße. Ich muss noch ausrüsten. Ich liebe diese Kontakte, das war in dem Wellenmodus, haben wir die hier echt Gold wert. Landmine wurde aktiviert. Ja, wir können den Wellenmodus gerne nochmal spielen. Mal gucken, wer jetzt mehr Kills macht. Landmine ist scharf. Arsch. Alter, das ist Landmine. So, dann nehme ich einen. Ja, das ist ein Minenfeld da oben, weil wenn da einer noch durchkommt, dann. Landmine ausgebracht. Respekt. Landmine ausgebracht.
Wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Weg halt markiert, wo er halt lang läuft. Okay, gut, das reicht jetzt. Jo. Bereit, wenn du es bist. Ich bin nur noch einmal aus und dann komme ich. Komm, Digga. Spannend. In Bewegung bleiben. Verdammt, ein indischer Eingreifverband. Euer Weg ist abgeschnitten. Wo haut die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüf es. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Doch, ist mein Ernst. Sonst sollen wir wissen. Wir werden es rausfinden. Dauern. Zack, da ist der nächste Down. Okay, es ist ganz alleine. Aber es sind noch drei oben. Wieso hat er mich gesehen? Aufstehen gebraucht. Alter, gleich baller ich jemanden in die Fresse mit meiner Faust! Ich hab keine Ahnung! Mich hat's schlimm erwischt! Okay, es ist einer mit dem Rücken zu dir, der Boss. Könnte er erst du kannst ihn jetzt wegkreisen. Nicht witzig, Mann! Ich weiß nicht, wie es mit anderen Gegnern aussieht. Das sehe ich nicht. Jemand hat ihn umgehauen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ach man, Leute, ey, ich werde jetzt einfach direkt da oben alles dazu mimen. Ich habe die Faxen dicke. Normalerweise, wenn er durch die Mine läuft, dürfte er eigentlich gar nicht getroffen werden. Ich werde das da so zu mimen da oben, Alter. Ich habe keine Ahnung, wer mich gesehen hat. Alles klar, Charlie. So was jetzt? Deswegen muss das Spiel jetzt immer wieder. Schaff die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss warten. Auf meiner Seite ist keiner durchgekommen. Da brauche ich nicht noch mehr Hände. Direkt vor der Tür zu, so zuknallen, Alter. Er wird ja eh nicht von den. Weil er ist ja gerade die Haftschock. Wird die Haftschock auch weiter vorne legen, weil das löst gar keinen Alarm aus anscheinend, wenn du den. Passiert. Er verspürt dann nur ein kleines Britzeln und geht einfach weiter. Ist zwar auch unlogisch, aber gut. Landmine wurde aktiviert. Ja, gut, das ist eine Metallpanzerung. Normalerweise. Das jetzt so zuwenden. Ich habe jetzt erstmal drei Stück direkt vor der Tür hingelegt. Landmine ausgebracht. Landmine, hey. Landmine ausgebracht. Verstanden. Landmine ist abgesetzt. Landmine unaktiviert. So, nochmal. Tut mir leid, Leute, aber es muss jetzt sein, weil ich habe jetzt echt die Faxen dicke mit diesem doofen Arsch da. Das wird jetzt wahrhaftig ein steiniger Weg für die Leute. Verstanden, Landmine ausgebracht. Landmine ist scharf. Landmine ist scharf. So. Dreimal gesetzt, das muss jetzt reichen. Alter. Landmine wurde aktiviert. Was ist das machen jetzt, weiß ich, wo ich mich verstecke? Komm schon, bring wir es jetzt an. Ja, könnten mich irgendwie aussehen. Ja, schauen wir mal. So, ansonsten aktiviere ich, ansonsten lege ich gleich noch Minen hin, Alter. Also, weil die Stelle ist eigentlich nicht schwer, also wir hätten ihn schon längst killen können, ohne Probleme, aber. Ja, auch scheißegal, ey. Wir sind halt Perfektionisten. Okay, dann los. Verdammt! Ein indischer Eingreifverband! Euer Weg ist abgeschnitten! Wo rollt die Rakete hin? Das ist nicht dein Ernst! Sekunde! Überprüf es! Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Oh. 5,
Ich habe 5 Gegner getötet. Ultimative Half-Joker, 30.000. Noch einer weg. Hier ist irgendwie nur einer. Ich glaube, er ist alleine, oder? Ne, oben liegt noch einer. So, bei mir sind auch ein paar. Sogar noch mehr liegen können, witzigerweise. Oben sind noch welche. Ich ja, hab da 3-4 Stück direkt am Anfang hingelegt, aber irgendwie. Ah, weil er als erstes durchgelaufen ist wahrscheinlich. Ah, der dreht sich um, er dreht sich um. Okay, gut. Er lädt schon mal sein Magazin. Ja. Okay, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche. Okay. Komm ich irgendwie weg. Psst, jetzt. Du dich um die anderen. Ja doch, 2 gibt's noch. Sieht alles okay aus. Okay, der ist durch die Haftminen gelaufen von dir. Hier ist nichts zu sehen. Soll ich ihn mir holen? Oder willst du? Rede ich hier. Nice. Ich den. Grim, deine. Okay, die anderen haben es irgendwie mitgebracht. Warte auf dich. Person identifiziert. Gute Arbeit. Ja, aber die sind da jetzt durch meine 3 Minen gelaufen, die ich auf den Weg hingelegt habe. Nice. Die sind nicht hier oben lang gelaufen, die habe ich mich noch 3 Stück hingelegt. Alter, endlich mal hier. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir der Scheiße folgen. Alter. Oh Gott. Ich komme jede Treppe hoch. Nur da, wo ich wirklich direkt hochkommen kann, gehe ich nicht hoch. Das macht voll Unsinn. Ach, wir müssen einfach nur wieder vorne. Alter, nehmen wir den komplizierten Weg. Aber wir haben uns echt alles geholt. Datenstick, Laptop plus Hauptziel. Ist doch mal nicht schlecht. Perfekte Mission eigentlich. Sam, Briggs, ihr müsst sofort da raus. Wie wär's denn mit einer Richtungsangabe? Folgt der Rakete. Sie wird eine Tür zum Hangar passieren. Von dort kann ich euch abholen, wenn ihr euch beeilt. Okay. Einen Moment, ich muss das Türschloss hacken, sonst kommt da keiner durch. Okay, das Schloss ist geknackt, das geht weiter. Das Beste, was man machen kann, erstmal eine dicke Rakete verfolgen. Ja, irgendwie geht's nicht weiter. Ich kann gerade A drücken, ich weiß auch nicht, warum ich A drücken konnte. Bereit, wer du es bist. Machen wir weiter. So. Klingt, als würden Voran und die Einheimischen ein Fass aufmachen. Alter! Ignoriert sie! Verschwindet von dort, bevor sich diese Türen schließen! Bewegt euch! Türen schließen sich! Charlie kann die Türen nicht offen halten! Wow! Meiner Stolpert gerade zu. Alter! Sind umzingelt. Das war viel zu knapp. Ich muss mal ausdenken. Grim? Ich mache den Skyhawk klar. Verstanden. Hubschrauber kommt. Geiler Scheiß. Also die Mission hat ja wirklich alles. Standbild. Action. Gleich. Don't go Pussy Ranger. Richtig geil. Wow. Jawohl. Guck mal, Ghost, Gold. Wow. Ghost of Gold, okay. Nice. Stealth haben wir immer noch Silber. Panther. Ich bin eher so der Stealth. Obwohl ich Panther eigentlich lieber mache, ey. Komischerweise.
Haben nicht viel gekriegt, der Panther. Assault auch geholt. Gegner gekillt, 75. Oh, Assault haben wir auch geholt. Nice. Ich bin bei 1 Million. Also ich bin schon wieder bei 977.000, ich habe gerade erst 500.000. Ja, 26. Es ist doch unglaublich, wir Alter. Wir haben nur 26 Minuten für die Mission gebraucht, das hat sich länger angefühlt. Alter! Ich bin nur wirklich keine Ahnung, Alter. Ich glaube, er zählt immer nur den Teil auf, Stand hat sich geändert. Den wir nicht neu gestartet haben. Wo wir halt neu gestartet haben, hat er diesen Bereich hat er dann gelöscht zum Beispiel. Und dann hat er halt von da wieder neu gemacht oder so. Bis auf Panther, haben wir alles auf Gold, das ist doch ein super Ergebnis, was willst du mehr? Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das sind ja auch schon wieder 55 Minuten, die wir aufnehmen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt wie immer alles in die Kommentare. Und meine Stimme ist mit Absicht so hoch, weil das so ein Let's Play-Labern total cool rüberkommt. Und deswegen machen wir heute mal weiter und machen heute Schluss, indem wir jetzt aufhören. Wer kennt das? Das war eine Anspielung gerade. Das war von Family Guy. Wo Stewie ich kann es glaube ich nicht auf den Namen von Köter, über das Buch redet, was er schreibt. Egal. Anderes Thema. Anderes Thema. Macht es gut. Ja, bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt alles in die Kommentare und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online.